Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Sonntagmorgen, 10.11 Uhr, die Börsen haben geschlossen, das ist gut so. Und in diesem Clip geht es um die Bayer. Ich finde die Bayer auf diesem Niveau insgesamt sehr interessant. Und vor euch liegt der 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Da sagen eine Kerze, eine Woche. Da fallen mir von Anfang an einige Sachen auf. Ich habe hier diesen Trendkanal, den ich gezeichnet habe vom Oktober 2017, ein perfekter Trendkanal, ja, mit oberen Punkten, mit unteren Punkten, immer wieder perfekt angelaufen. Den habe ich nach wie vor drin, ich finde den gut und ich glaube, der wird uns in den nächsten Wochen, Monaten auch nochmal beschäftigen. Also, auf Wochensicht fällt mir auf den ersten Blick, dass der Oszillator sehr, sehr tief ist. Wir sind im Moment bei 17,25. Der dreht noch nicht nach oben, aber der hat für mich hier so eine Downphase. Ich hoffe nicht, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es so eine Phase hier werden wird. Mal gucken, das war vom 7.06.21 bis zum 27.09.21, also schon einen ziemlich langen Zeitraum. Ich glaube das nicht. Wir hatten hier hinten hier auch schon mal sowas. Das war vom 20.07.20 bis, dann wird es wieder positiv, 9.11.20. Das sind immer so 4 Monate. Mir fallen weiterhin verschiedene Sachen auf. Das hier, das ist das MACD, ist immer noch leicht negativ. Das Histogramm ist auf Wochensicht immer noch leicht negativ. Wir haben, das sieht man jetzt hier schon, aber da gehe ich gleich einen Tag weiter drauf ein, wir haben so eine Art M-Formation. Die kann sich beschäftigen mit dem oberen Trendkanal. Der ist momentan bei 50,39. Mir fällt aber noch eins auf, da gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen weiter raus. Das Bollinger Band. In den letzten 5 Jahren hat der Wert ganz selten das obere oder untere Bollinger Band verlassen. Hier war mal so ein Bereich, ja, dann hatten wir hier was Positives, ein Hammer, und da ging es dann dementsprechend auch gleich wieder hoch. Aber insgesamt hier auch nochmal relativ wenig. Das untere Bollinger Band ist im Moment im Bereich 53,5. Das finde ich mal grundsätzlich ganz interessant, das ist zumindest eine Unterstützung. Mal ein paar Randdaten zu Bayer. Auf Bayer gibt es 1800 Knockout-Zertifikate. Mal zum Vergleich, Deutsche Bank 2500 und Siemens 3500. Die Bayer sind ein, na, ich sag's mal, volatilitätsarmer Wert. Also in keinster Weise zu vergleichen mit sowas wie Nordex oder Tesla. Gar keine Chance. Die sind relativ ruhig. Nach meinen Recherchen hat Bayer 4,5 Milliarden zurückgestellt für eben diese Monsanto-Geschichte mit dem Glyphosat. Ob das reicht oder nicht, weiß ich nicht. Das Ding ist immer noch nicht rum. Aber sie haben diese Rückstellung. Wenn sie gute Anwälte haben und das nicht in diesem Umfang zahlen müssen, dann sind die 4,5 Milliarden zumindest teilweise auch mal wieder Working Capital, womit sie was machen können, weil sie die auflösen. Am 4.8. bringt die Bayer Quartalszahlen für das zweite Quartal. Das wird mit Sicherheit interessant. Bayer ist auch gasaffin, das heißt, die brauchen eine Menge von dem Gas und das ist natürlich so eine Unbekannte in dieser gesamten Gleichung. Es gab vor 1 oder 2 Wochen, Bloomberg macht es sehr schön, eine Gegenüberstellung von den Analysten. Da wurden 30 Analysten beobachtet, 23 davon sind positiv. Die gehen von 65 bis 106. Also die 106, ja, ich weiß nicht, ob er dazu gesagt hat, ja, in den nächsten 10 Jahren, das weiß ich nicht. Also die halte ich für ambitioniert, ja. Aber eine 65, 70, 75. 75 war zum Beispiel JP Morgan neulich als letzter. Jefferies hat gesagt 70. Also die sind grundsätzlich alle positiv. Es gibt 7 von den 30, also 23 sind positiv und 7 sagen halten. Es gibt keinen einzigen negativen. Das gefällt mir erst schon mal grundsätzlich. Aber jetzt gehen wir mal hier in den Tag rein, dass wir die ganze Geschichte mal ein bisschen besser aufdröseln können. Also, wir sind hier, das ist diese M-Formation. Vom Lehrbuch gilt eine M-Formation erst als hier unten irgendwo abgeschlossen. Da sind wir im Bereich 50. Interessanterweise ist dieser Trendkanal, der wirklich hervorragend gehalten hat in den letzten Jahren, ist bei 50. Finde ich schon mal eine Unterstützung. Wir sind leicht negativ über das MACD, wir sind leicht negativ, aber in einem Bereich, der als neutral gilt, über die Stochastik. Von daher ist nichts zu sehen. Wir handeln an der 20-Tage-Linie. Also wir sind da relativ neutral. Hier ist das Tagesband.
bei 54,24. Nochmal zur Erinnerung, das Wochenband war bei 53,30. Jetzt gehe ich nochmal hier zurück, nicht die 5 Jahre, aber auf diesen Trendkanal. Dass man ihn hier besser sieht. Ich nehme den tiefsten Punkt hier und ziehe jetzt auch mal die Fibos von hier an. Wenn ich die jetzt anziehe, fällt mir auf, Moment, das mache ich anders, dass man die Zahlen hier hinten hat bis zum Ende. Und ich sage mal 2. Dann wird die Linie ein bisschen stärker für die Handynutzer von euch. Wir haben das 50er Retracement mehr oder weniger berührt. Also da reden wir jetzt hier von ein paar Cent. Von dem Tiefpunkt, den sie hatten in den letzten Jahren, hier am 29.10.2020, sind wir auf das 50er oder haben wir auf das 50er aufgesetzt. Wenn ich das hier so sehe, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal in diesen Bereich hier reinkommen. Die ist vorhanden, überhaupt keine Frage. Ich glaube jedoch, dass wenn der Markt, ich habe sie in den letzten Wochen beobachtet und die gingen sehr schnell zum Beispiel hoch. Sehr schnell hoch an diesem Tag, an dem die Zinsen erhöht wurden, da waren die innerhalb von Minuten hoch bis 59. Das war dieser, Moment, das mache ich größer. Das war dieser Tag hier, der hier, ganz schnell bei 59. Haben das dann am nächsten und übernächsten Tag noch bestätigt, um dann eben auf die 20-Tage-Linie zu gehen. Ich habe im DAX-Film gesagt, dass ich habe eigentlich fast nur Verkaufssignale überall. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass ohne nennenswerten Einfluss von außen der Index selbst nochmal so 2, 3, 4% fallen kann. Im Extremfall, wir sind im Bereich 12.600, aber selbst das glaube ich gar nicht mehr. Ich bin aber auch, wenn ich diesen Chart hier sehe, der Meinung, dass die Buyer sich besser halten werden als der Markt. Sollte also der DAX 1% fallen, dann ist meiner Meinung nach die Buyer damit nur mit 0,9% dabei. Sollte der Markt 1% steigen, sind sie eher mit 1,1% dabei. Also ich glaube, der Analysten-Support ist schon sehr heftig. Jetzt ist es so, dass die Analysen meistens positiv geschrieben werden. Im Sinne von, sie haben die Buyer hier bei, also 106 nochmal, das halte ich für ambitioniert. Ja, aber so eine 70, 75, sagen wir mal, bis Jahresende kann ich mir sehr gut vorstellen. Keiner sagt verkaufen. Ja, keiner, aber das ist meistens so, weil die Leute, die Anleger, sind halt tendenziell eher long als short. Ist so, wenn man den Umsatz vergleicht. Zwischen Short-Produkten und Long-Produkten, da sind die Long-Produkte immer vorne. Ist so, Leute handeln nicht gern Putz. Also ich schon, aber das Gros der Anleger nicht. Also, ich muss davon ausgehen, dass wir das eventuell nochmal sehen können. Aber dann wird es spannend, weil ich glaube nicht, dass wir hier eintauchen. Ich glaube auch nicht, dass wir den Bereich von 48,70 unterbieten. Ich habe mal folgende Scheine mitgebracht. Komm her. Und zwar verschiedene. Einmal ein mit der Basis 48,05, da sind wir hier unten, ziemlich genau da. Das ist ein 6,4er Hebel, die HB4RGX. Die ist für den Fall gedacht, dass der Markt jetzt hier doch noch, also Markt spricht der die Buyer hier doch noch mal drunter gehen sollten, unter das Band. Ich glaube das nicht, aber ich lasse da eine blöde Nachricht kommen momentan von irgendwelchen Bereichen, sei das Buyer spezifisch über Glyphosat, oder Ukraine-mäßig, dann kann das passieren. Da sind wir hier. Da sind wir nämlich, also hier ist der obere Trendkanal. Da wären wir da noch ein bisschen drunter. Momentan 6,4er Hebel. Das wäre die Geschichte, wenn das hier nicht reicht, dann lege ich mir die auf die Watchlist, um zu gucken. Ich habe aber einen auch hier mit der Basis 51,14. Das ist fast ein 10er Hebel, die HB4RHB. Der ist gedacht für den Fall, dass die Bayer wirklich jetzt hier so einen kleinen Boden machen, das M hier nicht voll ausfahren, sondern innerhalb kurzer Zeit, das glaube ich jetzt allerdings auch nicht, hier den Bereich 60 wieder umschmeicheln, sagen wir es mal so. Dann muss ich nicht da runtergehen, dann kann ich einen drüber nehmen, nochmal, das ist die HB4RHB im Moment mit dem 10er Hebel. Basis 51,14, da sind wir allerdings etwas oberhalb von dem 61er Retracement hier, aber deutlich unter dem 50er. Ich habe vorhin aber auch noch ein paar Puts mitgebracht. Zum einen die HB87F5. Das ist ein 62,36er. Der ist ungefähr hier, hinter diesem Interimshoch. Der ist gedacht für den Fall, dass wir hier drunter gehen. Dann kann man den nehmen, da muss ich keinen Put hier oben irgendwo suchen. Dann kann man den nehmen mit einer Zielzone um die 50.
Das wäre durchaus eine Möglichkeit, wie gesagt, HB87F5. Und da habe ich einen, ich weiß, dass manche Leute, die die Filme hören, die wollen nichts hören von wegen 10er Hebel, die sind eher beim 5er dabei. Das wäre hier ein 4,3er Hebel im Moment bei 69,44. Damit sind wir hinter diesem Doppeltop oder dieser M-Formation. Das ist die HB4RJ4. Ja, auch der ist gedacht dafür, wenn wir hier drunter gehen. Also Fazit ist, ich glaube generell, die Bayer halten sich besser als der Markt. Wenn der Markt runtergeht, werden sie nicht so viel fallen. Wenn der Markt steigt, werden sie ein bisschen mehr steigen. Ich glaube nicht, dass der Wert einem hier wegrennt. Es wäre ideal, wenn wir nochmal hier in den Bereich 50,5 sowas gehen würde. Ob es mir den Gefallen tut, weiß ich nicht. Dafür gibt es diese Zone hier um die 53,85, was nicht nur das 50er Retracement ist von dieser Bewegung hier, sondern auch das untere Wochenband. Also schon ein schöner Support. Ich glaube nicht, dass der Wert einem wegrennt, jetzt nach oben oder nach unten. Das glaube ich nicht, man, das ist eher so eine gemütliche Sache. Kann man sich in Ruhe anschauen. Jetzt habt ihr Scheine, mit denen ihr die auf die Watchlist legen könnt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.